Date Night, oder? Ja, yeah, Date Night. Yeah. Is it not? Ja. Yeah. Wait, I got you. Oh, danke. Wohin gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt zur Pink Mama. It's an overly hyped restaurant in Paris, thanks to Instagram. But is it worth the hype? I've been there before the hype, and it was good, but now it might be overhyped a little bit. But nonetheless, we're going. I'm very excited. They have great pizza, great pasta. Wir sind schon längst in Paris, aber Überbelichtung hält wieder zu Paris. Und wir treffen uns jetzt mit einer von Cézanne, von der Marke. Und sie hat jetzt zu fit. Und ja, es ist ein bisschen, ich muss mich auch dran gewöhnen, hier zu vloggen. Because it's a little bit, I don't know. Nie ja, damit kenne ich mich überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall. Heute ist es leider nicht so gut, aber mal gucken, vielleicht wird es ja noch besser. Wird trotzdem ein toller Tag. Ja. So. Bye. Er wollte nicht, er ist noch sehr schüchtern. Aber ja, es sieht sehr, sehr schön aus. Also, like, very beautiful. Ja. And me. Ja. Ja, like it. Looks cozy. But even now, yeah, sure. Oh, it's worlds. Ich trage normalerweise meine Bangs nie vorne, also nie so. So, it's like a little bit new, aber irgendwie ist auch ein Vibe. I know, das eine ist halt kürzer als das andere, aber. Who cares? So, das ist der Outfit. Das ist von Cézanne. Mega schön. Das Top ist von Brandy. Hose ist von Cézanne. Und yes. So, jetzt sind wir draußen. Again. Yeah, yeah. Yeah. Kann Nachmittag verzogen haben. Yes. Aber Happy Hour ist erst um 17 Uhr. Also ich würde noch nicht was trinken gehen. Das ist so teuer ja, hier. Aber 17 Uhr ist und eine Stunde 15 Minuten. Ja. Vielleicht finden wir irgendwo anders wo man Happy Hour erwischt. Happy Hour. Alright. So, next day.
Ich rede nicht so viel, weil ich bin hier zu Gast und ich traue mich nicht. Aber ja, also gestern war sehr schön, sehr entspannt. Wir sind dann noch in ein Restaurant gegangen, haben lecker gegessen. Und dann sind wir noch woanders Nachtisch essen gegangen. Das war aber leider nicht so gut. Also ich habe nichts gegessen, aber nach den Berichten von den anderen war es jetzt nicht bombastisch. Ich habe alles gegessen. Ja, du hast alles gegessen. Und dann sind wir noch in so einer, da haben wir noch eine Bar gesucht. Wir waren so semi-erfolgreich. Also die Bar war an sich eigentlich ganz cool, aber es war halt keine Musik. Es war so ein Poetry-Abend. Und dadurch, dass ich kein Französisch sprechen kann und generell auch kein Französisch verstehe, habe ich leider nicht so viel verstanden. Aber ja, heute ist Next Day. Wir sind jetzt auf dem Weg und holen uns was zu essen. Ja. War das Asiatisches, glaube ich. Dumplings und so. Und dann hocken wir uns irgendwo hin und essen das. Und dann wollten wir ein bisschen shoppen gehen für den Herren. Oh, da habe ich neue Sachen. Oder ich wollte eigentlich auch neue Schuhe. Ja. Aber ja, yeah, that's the fit. The coolest in the house. Super cool sind wir. Ja. Alltag. Nice. Okay, let's go. Was Schönes. Ne. Cooler Store. Oh nein! Bad. Er war so lieb und hat mir einen Kaffee gebracht. Man. So cute. So. Breakfast. Ich habe mir ein Kakao, Schokolade und das da. Ich weiß nicht, was das hier ist. Wie nennt man das? Süß. Ah, I'm not sure. Weird. I think it's okay. Very nice. Outfit check. Wo sind deine Sachen? Willst du uns erzählen? Revolver. Ja. Yeah. GS. Glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Ist so besonderes. Eins ist Brandy. Brandy, Noisy May, Docs und Brandy. So. Brandy, full of. Hello, Brandy girl. Yeah. Wir waren jetzt frühstücken und haben noch ein paar Fotos gemacht und gehen jetzt in diesen Park. Jardin des Tuileries, I think. How is that pronounced? The park at the Louvre, basically. Yes. Und ja, und dann chillen wir dann ein bisschen, vielleicht gehen wir noch thriften und dann am Nachmittag gehen wir zu S&S. Und dann am Abend, wir wissen noch nicht, ob wir heute feiern gehen oder morgen, mal gucken. Aber ja, heute ist der Tag richtig gut, also wir wollen es auf jeden Fall ausnutzen. Wir sind mal umgezogen, weil ne, wir sind ja Content Creator, so that's the vibe. Show your outfit. Ich meine, sieht schon fresh aus. So, the whole fit is pretty much from Zara. Glasses are Ray-Ban, and I got the house shoes 2001s. Okay, und ich bin zu groß. Also, das Jäckchen ist mal wieder von Brandy, weil ich keine anderen habe. Top ist auch wieder von Brandy, Hose ist von Paul & Bear, meine Hausschuhe sind von der Familie.
Das ist die Fendi. Und ansonsten, die Brille ist von Vela und der Schmuck ist der von vorhin. So, nothing new. Und ja, wir gehen jetzt raus, 22 Grad. Ich habe noch mein Buch mit dabei, meine andere Look-Kamera. Are you excited? So excited! Aber du hast nicht nochmal was gegessen, ja? Du wolltest doch. Ja, yeah, I'd like to get a sandwich on the way there. Okay, ja, können wir machen. Wir können auch sonst dort irgendwo was kaufen und dann uns hinsetzen und im Park essen. Yeah. Sure. Okay. Sun's so strong, baby. Bisschen blöd, aber wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu einem Café, wo wir dann Keramik bemalen werden. Wir sind gerade auf dem Weg dorthin. Yes, I'm tired. Yeah, not the best day for Amanda, but we'll turn it around. Yeah. Turn it around. Marc macht eine Taste für mich und ich mache eine Taste für Marc. So, das ist mein Endergebnis für Marc. Eine Blumentasse. Das sind noch unsere Initialien. Willst du deine Tasse zeigen? Ja, sie ist sehr süß. Was Smileys und so. Oh. Das ist so eine Weise. Sehr cute. Feiern zu gehen. Morgen ist Muttertag. Ja, let's see how that goes. Müssen wir noch morgen Frühstück kochen und einkaufen gehen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, ja. Yeah. Das war ein Augen-Make-up. Ist richtig warm. Ich glaube, das war eine Ratte. Vor allem in der Ich bin tot. Guten Morgen. Also, machen wir jetzt ein geiles Frühstück. I can't cook without my music. Oh mein Gott. So, Freunde der Sonne, letzter richtiger langer Tag. Morgen fahren wir zurück. Also wir fahren erstmal nach Straßburg und dann übernachten wir dort und dann fahren wir nach München. Und wir hatten heute Muttertag, haben den ganzen entspannt gefeiert, gefrühstückt, gebruncht, weiß auch mal, also um genauer zu sein. Und dann liebe ich es auch immer, wenn Leute mich anstellen. Warte. Auf jeden Fall. Wir sind ehrlich gesagt auch ein bisschen müde. Gestern um 3 zu Hause, nee, 15:45 zu Hause gewesen, ja. Heute um 9 aufgewacht. Es geht immer, ja. Immer weiter. Aber immer es hat 22 Grad, wir wollten den Tag tolles Wetter ausnutzen. Meine Erkältung ist schon ein bisschen besser, ja. Man hört noch, dass ich angeschlagen bin. Ja. Und ja, jetzt gehen wir raus, chillen ein bisschen, vielleicht Kaffee, Aperol, Spritz trinken, Eis essen. All Fotos, of the above. Everything. All of the above. Everything und das gute Wetter noch genießen. So,
Ja, das ist unser Outfit. Die Styler wieder back in town. Straßburg angekommen und sind für 5 Stunden gefahren oder so. Ein bisschen fertig, aber sehr schönes Wetter und wir suchen gerade das Hotel. Ups. Leicht Überforderung hier. Hotel und jetzt gehen wir spazieren und dann gehen wir essen. So, wir gehen jetzt Abendessen mit Fit. So schön warm, man kann gerade hier Fluss, mega schön. Und wir laufen jetzt 10 Minuten hin. It's so pretty, guys. Meinst du, ich kann noch nach Ketchup fragen? Kannst du für mich fragen? So, wir haben uns jetzt das Frühstück geholt und noch ein bisschen was für die Autofahrt. Es ist 10 Uhr und um 11 Uhr checken wir aus und fahren nach München. Oder früher, mal gucken. Und ich hole gleich vielleicht noch ein paar Macarons für meine Family. Und ja, meine Augen tränen. Setup. Ich habe mal richtig geil Croissant geholt. Bin mal gespannt, wie die schmecken. Ob die genauso gut aussehen, wie sie schmecken. Nee, ob sie genauso gut schmecken, wie sie aussehen. Genau. Ja. So, last day in Straßburg und Frankreich generell. I'm gonna end the vlog here. So, have a nice day. Danke fürs Zuschauen. Like and subscribe. Ja, folgt mir gerne auf Instagram. Mein Name ist Maria. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bye! Going places where you don't